Heute gibt es 15 Fakten zum Ford Mach-E, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest. Und wir gehen auf Langstrecke. 560 Kilometer. Was taugt der Mach-E auf Langstrecke? Los geht's. Ja, Leute, das ist ein Akku. Ja, es gibt ja schon ein großes Video, wo wir alle Details zum Ford Mach-E vorgestellt haben auf unserem Kanal. Schaut euch das bitte gerne an. Heute geht es um die eher versteckten Punkte. Punkte, die nicht gleich in jedem Review drinnen sind, die man erst bemerkt, wenn man länger mit dem Auto unterwegs ist. Wir hatten jetzt die Möglichkeit dazu und die gibt es jetzt für euch serviert. Außerdem machen wir einen Langstreckentest. Was taugt das Auto, das von der Größe her und von der Akkukapazität ja auch für Vertreter, für Außendienstmitarbeiter, für Reisende auch geeignet ist? Was taugt dieses Auto tatsächlich auf Langstrecke, wie viel verbraucht es bei 130 km/h auf der Autobahn und wie hoch ist die Ladegeschwindigkeit? Das sind Punkte, die wir uns jetzt ansehen werden. Also, los geht's! Ja, diesmal gleich zwei Gründe, auf den ersten Link in der Beschreibung zu klicken. Erstens gibt es den Ford Mustang Mach-E dort in einer überschaubaren, leicht kalkulierbaren Monatsrate. Also mal reinchecken und euch den Mach-E konfigurieren. Und zweiter Tipp für alle E-Autofahrer in Deutschland, gibt es über diesen Link über InstaDrive die höchste THG-Quote in ganz Deutschland. Also einfach reinchecken und abkassieren. Und jetzt geht's weiter im Video. Ja, Leute. Das ist ein Akku. 99 Kilowattstunden hat der Akku des Mustang Mach-E und das ist echt mega. 88 Kilowattstunden davon sind nutzbar. Das heißt für mich, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt auf 100% laden darf oder nicht, ob das schlecht ist für den Akku oder nicht, denn da ist so viel Puffer dazwischen, dass das echt überhaupt keinen Unterschied macht. Also kann man ruhig auf 100% laden. Das ist echt mega. 88 Kilowattstunden Akku reichen locker für 400 Kilometer Autobahn oder 610 Kilometer WLTP-Reichweite und das ist mega. Ja, Mach-E X, das X steht für Extended Range, das heißt, hier ist der große Akku drin. Wenn ihr mal einen Mach-E mit einem X hinten dran herumfahren seht, ist das nicht der Allradler automatisch, sondern das heißt Extended Range, hier ist der große Akku drin. Ford macht das hier mega schön mit dem Ladeanschluss. Hier ist der Typ 2 immer offen, das heißt natürlich unter dieser Klappe verdeckt, aber offen, wenn man das mal auf hat. Und hier gibt es noch eine fest angemachte Klappe, um den CCS-Anschluss freizugeben. Also wirklich sehr schön gemacht und sehr viel schöner als ganz viele andere Hersteller, die das wirklich unschön oft mit lapprigen Gumminoppeln an Kordeln dann befestigt gelöst haben. Also hier ist das echt nett gemacht. Hier mit diesem Knopf sieht man dann auch nochmal erstens den Ladezustand, zweitens während des Ladens sehe ich hier, wo er gerade steht mit der Ladung und ich kann auch dann nach dem Öffnen des Fahrzeugs hier mit diesem Knopf die Ladung beenden. Diese drei Stripes, diese Rücklichtsignatur, das ist Legende beim Mustang. Also das gibt es auch bei älteren Mustang-Modellen, das gibt es seit jeher und das sieht einfach, wie ich finde, mega nice aus. Mustang-Fahren ist immer auch irgendwie ja, Gesamterlebnis. Jetzt gerade sind wir bei der Mautstation angesprochen worden, seit wann Mustang eben auch elektrisch ist. Und ja, das fällt einfach auf, das Auto. Und es vermittelt irgendwie so Teil einer großen Legende zu sein, wenn man hier mit dem Mustang unterwegs ist. Wir sind auch einem Original Mustang aus dem Jahr, schlag mich tot, ich denke mal 67, nachgefahren. Mit den drei berühmten Signature Lights hinten, mit der Lichtsignatur der dreiteiligen. Und selber weiß man ja, dass man das auch hinten dran am Heck hat und den Mustang am Bug trägt. Also es ist echt irgendwie lässig, so mit einer ja, Autolegende unterwegs zu sein. Die Türgriffe sind natürlich auch ein Punkt. So smooth und einfach hier das Ding zu öffnen und zu schließen. Einfach mit diesem kleinen Nuppel hier die Tür aufziehen. Das geht super easy. Hinten ist das Ganze dann nochmal eine Nummer verschärft. Hier gibt es ebenfalls einen Knopfdruck. Hier muss ich drücken und kann dann die Türe so einfach reingreifen und öffnen. Aber wenn ich schnell aufmachen möchte, geht nicht. Also ich kann nirgendwo einfach anziehen. Ich muss hier drücken und darauf warten, dass sich die Türe eben einen Zentimeter öffnet. Und dann kann ich eben erst die Türe ganz aufmachen. Was ziemlich cool ist und was kein anderes Auto hat, hier seht ihr diese Nummern an der B-Säule. Wenn ihr jetzt keinen Schlüssel dabei habt und ihr möchtet nach dem Joggen einfach mit dem Auto wieder nach Hause fahren, dann braucht ihr nur per Code, den ihr vorher hier eingestellt habt, das Auto öffnen und dann im Innenraum nochmals in der mittleren Konsole hier den Code nochmal eingeben
und dann könnt ihr das Auto völlig ohne Schlüssel in Betrieb setzen. Also ihr braucht keine lästigen Schlüssel eingesteckt haben, könnt sofort wegfahren. Das ist lässig. Ja, Ford ist auch einer der Hersteller, der die Einschaltanimationen wirklich bis ins Detail exzessiv betreiben. Hier am Display hinter dem Lenkrad gibt es Animationen. Auch hier am mittigen Display gibt es Animationen. Und das bringt wirklich Stimmung ins Fahrzeug. Also da weiß man genau, man sitzt im Mustang und jetzt geht's ab. Es gibt hier eine induktive Ladefläche in der Mittelkonsole, wo man sein Handy einfach hinlegt und es fängt an zu laden. Allerdings, die Ladegeschwindigkeit ist da wirklich mau. Also eine halbe Stunde Fahrt und 1% plus im Akku. Das ist nicht wirklich viel und da hätte man etwas mehr Power verbauen können beim Lader. Ja, vielleicht wisst ihr schon von den vielen Videos auf Icario, dass ich doch eher der elektronischen, basslastigeren Musik zugeneigt bin, ab und an. Ja, und das Problem ist nur hier im Mustang. Bang & Olufsen steht drauf, super Sound natürlich, aber sobald du hier wirklich aufdrehst und hier den viel Bass auch hast, dann fangen die Seitenverkleidungen hier bei den Türen an zu vibrieren und ja, das prellt halt alles und gibt Resonanzen, die sehr unschön sind. Also hier hat man keinen klaren Bass mehr, sondern hier geht auch viel verloren, weil hier wirklich, ja, ihr hört sogar, also die Struktur dieser Seitenverkleidungen nicht die beste ist. Und für Freunde der basslastigeren Musik also wenig geeignet, außer ihr legt selbst Hand an und macht hier irgendwelche Umbauten, aber rein ab Werk ist das eher nicht dafür ausgelegt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es seht, aber die Ford Windschutzscheibe hat hier feine Drähtchen drinnen. Das ist lange Ford-Tradition, hier diese beheizbare Windschutzscheibe. Und über das Display kann man das auch dann ganz easy aktivieren. Und dann ist das Abtauen im Winter einfach ein Kinderspiel. Die Scheibe ist dann schnell bereit, ist klar und man kann die Fahrt beginnen. Hier beim Mustang Mach-E gibt es auch Lenkradheizung. Echt ein cooles Feature und im Winter echt mega, wenn das Lenkrad hier warm wird und hier man nicht kalte Finger bekommt, trotzdem nicht mit Handschuhen fahren muss. Das ist echt leiwand. Also witzig fand ich jetzt gerade die Streckenführung des Navigationssystems hier im Mustang Mach-E. Es will jetzt tatsächlich, dass ich nach auf die A10 rüberfahre, obwohl ich eigentlich jetzt gerade am richtigen Weg Richtung Klagenfurt bin. Ja, was soll's? Also ich fahre jetzt auf jeden Fall so weiter, wie ich den Weg auch kenne und wie es Google Maps auch sagt. Und ja, etwas eigenartige Navigationshinweise hier beim Mach-E. Aber vielleicht bin es ja nur ich. Ja, Freunde, natürlich habe ich es geschafft zum Wörthersee und ist auch echt lässig hier. Schaut euch das an, bitte. Perfekter Sonnenuntergang. Da drüben trinken wir gerade unseren Kaffee und wir warten gerade auf den Sonnenuntergang. Echt lässig. Was aber auch echt lässig ist, mit 62% sind wir hier runtergefahren, 250 Kilometer mit 62% Akkukapazität. Und ich habe mir das ausgerechnet, Adam Riese. 400 Kilometer, circa 350 bis 400 Kilometer Autobahnreichweite sind mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall drinnen und das ist für mich die Überraschung des Tages. Absolut langstreckentauglich, wie ich finde. Über die Ladeleistung kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil ich jetzt AC lade direkt hier beim Strandbad, aber da gibt es noch mehr Gelegenheit und das reiche ich in diesem Video noch nach. Man sitzt ja auch relativ hoch hier im Mach-E, aber selbst wenn ich den Sitz ganz runter stelle, habe ich trotzdem immer das Problem, dass ich Ampeln nicht sehe. Also ich muss mich nach vorne beugen und nach oben schauen, dass ich tatsächlich die Ampel sehe, wenn ich vor einer stehe. Und ja, da kommt natürlich ins Spiel, dass die Frontscheibe, wenn man so nach vorne schaut, doch relativ schmal ist, also nicht sehr hoch ist. Und ja, die Sitzposition trägt das Irrige dazu bei, dass halt Ampeln nicht ganz so gut erkennbar sind. Einen Ampelassistent, dass man hier das Rot, das Gelb, das Grün irgendwie am Display angezeigt bekäme, das gibt es ja auch nicht. Also bleibt nur der berühmte Blick, die Verrenkung mit dem Kopf nach oben. Der Blickwinkel auf das vertikal angeordnete mittige Display ist auch etwas spitz. Das heißt, wenn ich hier reinschaue auf das Display, ja, das ist natürlich nicht 90 Grad, sondern da schaue ich schon in einem Winkel von 45 Grad auf das Display. Je kleiner die Person ist, die hinter dem Lenkrad sitzt, je weiter sie nach vorne rutschen muss, desto spitzer wird auch dieser Winkel. Und da würde man sich doch wünschen, dass das Display etwas dem Fahrer zugeneigt ist,
um hier etwas besser ablesen zu können. Was ich wirklich mega finde, ist hier dieser Stoff, der im Armaturenbrett verbaut ist, dieses graue Stoffgewebe, sicher auch sehr nachhaltig produziert, wenn es ein E-Auto ist. Ich habe das jetzt nicht nachgeforscht, aber normalerweise lassen sich die Hersteller hier nicht lumpen und investieren wirklich auch in Forschung mit nachhaltigen Materialien, mit recycelten Fischernetzen, was auch immer, um hier diese Materialien zu produzieren. Ja, das Thema Fahrgeräusche. Ich hoffe, ihr bekommt es mit. Jetzt geht's mal an eine Beschleunigung. Ist ja jetzt noch nicht so mächtig, oder? Aber wenn man so den Zwischensprint macht, beziehungsweise auch bei höheren Geschwindigkeiten, so wie jetzt, dann wird es echt kernig. Und das ist ja das, was Mustangfahren auch etwas ausmacht, dieses Geräusch, ja? Diese Kernigkeit des Motors. Und ja, viele sind natürlich jetzt skeptisch, Mustang und elektrisch, was kann das an Emotionen vermitteln? Ich finde, mit diesem Geräusch hat es Ford gut geschafft, diese Emotionen des Mustangsfahrens auch in die E-Mobilität zu übertragen. Also ich finde, das hat schon was. Ja, hört sich schon gut an, finde ich. Gut gelungen. Ich hatte es mir am Anfang auch nicht vorstellen können, dass das derart gut funktioniert, dass diese Emotion doch rüberkommt mit diesem Geräusch. Aber ich finde, das haben die echt gut gelöst, so dass man beim Mustang-Fahren nicht auf das typische Mustang-Gefühl auch verzichten muss. Was meint ihr? Ja, es ist natürlich nicht dasselbe, aber trotzdem, das Mustang-Vermächtnis kann so weiterleben. Was ihr vielleicht auch nicht wusstet, dieser Stauraum unter der Motorhaube, die heißt Ford Megabox und die lässt sich vollkommen mit Wasser auswaschen. Das heißt, wenn ich diese Inlays hier rausnehme, diese Taschen rausnehme, diese Unterteilung rausnehme, kann ich das Ganze mit dem Gartenschlauch auswaschen und das Wasser rinnt unten wieder raus und das ist immer sauber und kann eben auch für gröbere Einsätze genutzt werden. Da kann ich also mit der Schaufel den Sand reinschaufeln und kann dann hier das Ganze echt als Baufahrzeug verwenden. Echt cool. Echt cool finde ich auch hier, dass es gesonderte Knöpfe gibt für die Helligkeit der Displays. Und das ist echt schön, wenn man hier in der Nacht, wenn es einfach einen zu hell ist, einfach hier hingreifen kann, eigentlich blind. Und man findet diese Tasten sofort und kann dann die Helligkeit verstellen. Da muss man bei Tesla halt tief in den Einstellungen des Displays herumwühlen. Dieses Jogdial, dieses Rädchen hier, das scheint auch wie aufgeklebt auf das Display. Also wirklich sehr schön gemacht. Der Ansatz ist überhaupt nicht zu erkennen, wo das Ding hier montiert ist. Lässt sich sehr schön drehen auch, aber es ist nicht beleuchtet. Es ist einfach ein schwarzes Rädchen. Gerade am Abend, wenn der Rest des Displays hell ist und erleuchtet ist, dann siehst du auch dieses Chromrädchen hier fast nicht mehr. Dann ist es einfach nur ein schwarzes Element hier im Display. Der Mustang hat hier im Display auch einen schönen Zeichenblock gestaltet. Wir sehen mit etwas Verzögerung. Aber doch für Kids oder für Leute, die sich hier die Wartezeit, die Ladeweile etwas vertreiben wollen, ist das hier echt nett gemacht und ja, könnte ich schon verkaufen, oder? Witzig hier bei den Drive Modes, bei den Fahrstufen, dass diese auch genauso benannt werden, wie tatsächlich ein Pferd charakterisiert werden könnte, also zahm, aktiv oder temperamentvoll. Das ist recht witzig gemacht und natürlich temperamentvoll möchte man, denn dann gibt es die volle Leistung. Aber in diesem Fahrzeug, im Mustang, kann man auch mit den Fahrstufen aktiv und zahm sehr, sehr souverän im Alltag unterwegs sein. Und es ist doch das Ganze etwas smoother, etwas souveräner im Alltag. Bei temperamentvoll ist es auch wirklich so, dass das Stehenbleiben mit Rekuperation, das Auto holt und das Wegfahren doch etwas ruppiger ist. Da ist man mit zahm und aktiv doch wesentlich besser beraten im Alltag, weil es einfach smoother läuft. Jetzt habe ich eine Autobahnetappe hinter mir von Oberösterreich nach Wien und jetzt von Wien wieder zurück nach Pöchlarn. Das ist bereits nach St. Pölten. Also der Akku sollte wirklich warm sein, bereit zu laden.
Der Akku ist auch runter auf 6% Kapazität und ich werde jetzt hier bei Smatrix laden und mal euch zeigen, wie hoch die Ladeleistung ist. Und da bin ich schon mega gespannt. Jetzt während meiner Testphase diese eine Woche war es immer so, dass es sehr convenient war, also es war sehr angenehm hier. Die Ladeleistungen haben immer gepasst, so dass schnell wieder weitergegangen ist, also rein gefühlt passt hier das Verhältnis wirklich hervorragend zwischen Akkugröße und Ladegeschwindigkeit und auch Verbrauch. Aber ich werde euch jetzt mal zeigen, wie hoch die Ladeleistung tatsächlich ist bei niedrigem Akkustand und dann in 10er Schritten einfach mal zeigen, wie sich die Kurve verhält, wie stark die Ladeleistung dann sinkt. Also los geht's! Die Ladeleistung liegt jetzt bereits bei 130 kW. Mal sehen, ob es weiter steigt. Erfahrungsgemäß sollte es bis zu 10% Kapazität dann noch raufgehen. Also ich bin schon guter Dinge, dass hier noch etwas geht. Also ihr seht jetzt schon, die Ladeleistung ist gesunken. Über 20% jetzt Kapazität, also Ladestand. Und da ist die Ladeleistung gleich mal von 130 auf 115 kW eingebrochen. Also es geht jetzt vermutlich stetig bergab. Ja, die Ladeleistung ist im Verlauf der 20er dann nochmal auf 105 gefallen, konstant. Jetzt sind wir bei 35% und da haben wir noch 100 kW Ladeleistung. Also jetzt ist die 100er Marke mal geknackt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, der Akku ist jetzt zu 42% voll und die Ladeleistung beträgt aktuell 98 kW. Ja, also immerhin nicht schlecht. Also einen Peak von 160, wie ich ihn zuletzt gehabt habe, den werde ich heute nicht mehr schaffen. Aber wenn es jetzt halbwegs konstant so weitergeht und danach sieht es aus, dann kann man auf jeden Fall ordentlich Reichweite wieder generieren in halbwegs akzeptabler Zeit. So, jetzt haben wir 52% im Akku und eine Ladeleistung von 79 kW aktuell noch. Und ich habe mir mal eine Ladekurve auch runtergeladen. Da sieht man, dass diese 75 bis 80 kW dann durchgezogen werden bis 80% des Akkus. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass diese Ladeleistung jetzt gleich bleibt und zwar bis 80%. Dann gab es einen massiven Einbruch auf 14 kW Ladeleistung bis 100% früher. 2021 wurde das nachgebessert. Jetzt ist die Ladeleistung da wesentlich verbessert worden in diesem Bereich. Wenn der Akku schon relativ voll ist, dass es nicht mehr auf 14% runtergeht, sondern auf einen akzeptablen Wert. Aber beim Schnellladen, da geht es sowieso darum, dass man sein Ziel erreicht, möglichst so lädt, dass man wieder weiterfahren kann und möglichst auch schnell lädt. Also lädt man möglichst bei relativ leerem Akku. Und ja, ich muss sagen, konstante, gute Ladeleistung jetzt mit 75, 80 kW, natürlich könnte das besser sein. Andere können das auch besser, zum Beispiel der ID4, ID5, die laden da viel konstanter über einen längeren Zeitraum hinweg. Aber ja, so legt es halt jeder Hersteller anders an und ist ja nicht gesagt, dass auch Ford hier irgendwann nochmal nachbessert und die Ladecharakteristik nochmal anpasst. Aber insgesamt muss ich sagen, so rein vom subjektiven Wahrnehmen her, ist die Ladeleistung, die Akkugröße und der Verbrauch wirklich in einem Verhältnis zueinander, dass das Fahren mit dem Mustang Mach-E wirklich Spaß macht und dass man sich hier nicht irgendwie eingeschränkt vorkommt, sondern es geht echt schnell wieder weiter und man kann große Entfernungen relativ rasch zurücklegen. Mein Fazit zum Ford Mustang Mach-E, echt lässiger Alltagsbegleiter, hemdsärmelig, raubeinig, aber wirklich mit viel Emotion. Da macht es auch Spaß, alleine drinnen zu sitzen. Es macht Spaß, das Auto anzusehen, sich dem Fahrzeug zu nähern, wenn du eine Fahrt vor dir hast. Ist einfach ein lässiges Design. Und ich habe natürlich die Reichweite unter die Lupe genommen. Ich bin gefahren von Wels nach Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Ich bin gefahren von Wels nach Klagenfurt und ich bin gefahren von Wels nach Wien und retour, jeweils Fahrten zwischen 200 und 350 Kilometer. Und immer war es ein komfortables Reisen. Es war nie so, dass ich mir denken musste, na geht sich das jetzt aus, na klappt das noch mit der Reichweite. Das war nie der Fall. Ich habe mein Ziel immer super easy und komfortabel erreicht. Auch die Autobahnetappe mit 350 Kilometer habe ich geschafft. Also echt lässig. Die 88 nutzbaren Kilowattstunden dieses riesigen 99 Kilowattstunden Akkus des Mach-E, die geben echt was her. Verbräuche konnte ich jeweils realisieren zwischen 18 und 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, manchmal waren es nur 18 Kilowattstunden, obwohl ich nicht wirklich
was anders gemacht habe als bei der Etappe, als ich 24 Kilowattstunden brauchte. Da sieht man einfach, auf wie viele Faktoren es da in Wirklichkeit ankommt. Die Höhenunterschiede, die Temperaturen und das alles spielt natürlich eine Rolle. Aber trotzdem, im Endeffekt sind immer 400 Autobahnkilometer drinnen und im Alltag, im Überlandverkehr, im Stadtverkehr, da kommst du dann auf deine 600 Kilometer, wenn du nicht allzu rasant unterwegs bist. Und das ist echt eine mega Reichweite, wenn man überhaupt so einen großen Akku benötigt. Also den Mach-E gibt es ja auch mit einem kleineren Akku und ich würde mal sagen, der reicht für die allermeisten Fälle auf jeden Fall aus. Da würde ich fast sagen, dass ihr euch diese extra Euros sparen könnt, außer ihr braucht diese Reichweite, außer ihr braucht wirklich diese, vielen 100 Autobahnkilometer, die ihr regelmäßig abspulen müsst, dann hat der Mach-E mit dem großen Akku natürlich auch seine Berechtigung. Preise müssen wir auch ansprechen. Das Fahrzeug kostete bis vor kurzem in Österreich 55.000 Euro. Jetzt gab es leider eine Preissteigerung. Jetzt kostet das Fahrzeug 70.000 Euro. Ist natürlich kein Pappenstiel, also diese Preissteigerungen in der Materialkette, in der Materialbeschaffung, die treffen auch fort und da musste man offensichtlich einen markanten Schnitt ziehen. Wir wissen aber auch, dass die Preise bei Tesla, bei Volvo, bei Volkswagen, bei anderen Fahrzeugen auch angezogen haben. Insofern sitzen wir alle im gleichen Boot. Aber Ford hat da einen ziemlich einschneidenden Schnitt gemacht. Dennoch finde ich, dieser Riesenakku mit der gebotenen Leistung und auch der Charakteristik des Fahrzeugs, das ist echt etwas Außergewöhnliches. Sollte man sich wirklich ansehen, einfach mal den ersten Link in der Beschreibung checken. Da gibt es das Fahrzeug jetzt nicht um 70.000 Euro, sondern um günstigste Rate 400 Euro, 420 Euro. Also checkt euch da einfach mal rein. Im Monatsabo könnt ihr euch da den Mach-E checken. Und zweiter Link in der Beschreibung, würde mich auch natürlich wirklich freuen, wenn ihr mir einen Kaffee spendiert für die Videos, die ich hier mache, wenn euch das was wert ist, wenn euch die Videos gefallen, wenn ein bisschen Feedback zurückkommt, da bin ich sehr empfänglich für sowas, das freut mich wirklich auch einmal, ein netter Kommentar hier unten rein bei YouTube oder ein Like, das gibt echt wieder Auftrieb und hilft mir, die nächsten Videos wieder zu schaffen. Also vielen Dank fürs mit dabei sein auf Icario, abonniert mich bitte gerne oder auch auf anderen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, also wo ihr mich auch findet, einfach draufdrücken auf den Button und mir folgen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen nochmal und bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style!